Mir ist aufgefallen, dass ich doch nie das Intro von The Forest gezeigt habe. Jetzt habe ich's getan. Dunkelwelt. Im letzten Part haben wir ja schon angefangen, in der Dark World Sachen zu tun, genau. Das Level müssen wir noch abschließen, wir haben da einfach nur die Warp Zone freigeschaltet. Oh nein, das war das, das war das. Nein, diese Kettensägenstelle, ich muss es ja schnell schaffen. Oh. Nein. Dann komme ich da durch und dann sterbe ich so. So lame. Ja, so nicht. Oh Gott, dann muss ich da zu Benetschkel runter. Da ist ja der Weg zur Warp-Zone einfacher. Oder auch nicht. Nein, da kann man stehen. Sag das doch. Oh, ich dachte, ich muss da so rein. Ja, dann ist der Weg zu Benetschkel doch einfacher. Ja, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Meat Boy übrigens. Scheiße. Ich mag es halt so durchzurennen, ne? Wie auch in Mario. Aber hier hast du nochmal so die krasse Möglichkeit, das zu tun. Und Abschluss. Hier müssen wir die Bandage holen. Regulär haben wir das Level im letzten Part mit Krämpfen abgeschlossen. So. Boah. Wie man das tun soll, worauf habe ich mich eingelassen? Auf die 100% natürlich. In Meat Boy, ne? Es gibt übrigens ein Achievement. Die Cotton Alley Dark World. Ohne einen einzigen Tod abzuschließen. Und dieses Achievement haben nur 1% aller Meat Boy Käufer geschafft. Nur 1%. Und dieser Prozent, ja? Das reicht auch, das kann ja nur ein Mensch auf der Welt gewesen sein. Das reicht eigentlich schon. Der hat echt gelitten. Mal ohne Witz. Der hat echt gelitten. Für dieses Achievement. Oh Mann. Ich leide hier schon für die... Boah, aber wie kann man denn die Cotton Alley Dark World? Also... The Forest ohne einen Tod durchzuspielen, würde ich vielleicht noch schaffen. Ohne einen einzigen Tod, Leute. Ach du Scheiße, das ist ja ein Tod hier, ne? Sowas... Ist ja klar, ne? Und er schafft einfach die letzte Welt, die schwerste Welt in diesem Spiel. Ohne einen Tod. Wenn wir dort sind, wisst ihr, warum ich da so ausraste. Außer ihr kennt das Spiel schon, was einige sind. Es gibt viele Leute, die dieses Spiel kennen. So, ich kannte es ja auch schon vorher. Aber es ist eigentlich blind. Also klar, ich kenne ja nicht alle Level auswendig. Ich habe es auch noch nie gespielt. Okay, ich habe die Bandage. Ich habe es nur gesehen. Ich habe viele Let's Plays davon gesehen. Mindestens 3. Gott. Oh Mann. Okay, eins davon war das von TT Gamer. Das hat er abgebrochen, weil sein PC Schrott gegangen ist. Ah ne, der hat es ja weitergemacht, ne? Oder ne, der hat ja diese. Oh, der hat ja noch irgendwas dann weitergemacht. Aber er ist ja nicht durchgespielt, oder? Sein PC ist kaputt gegangen, dann hatte der unfassbar Bock aufzunehmen. Und dann ist er nach Japan gefahren. Ich glaube, ein paar Parts Meat Boy Cups gab es dann noch, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ein paar Parts Meat Boy gab es dann noch. So. Geh da hoch, nein! Oh Mann, ey. Scheiße. Oh Mann. Oh Gott. Okay. So. Und dann sowas. Und dann sowas. Da hast du die Bandage und dann sowas. Oh Gott. Die Vögel da sind ganz lustig. Oh nein. Ich hab gesagt, ich werde nicht viel schneiden in dem Let's Play, ne? Weil... Es wird dann irgendwann, das Schneiden wird dann irgendwann Standard. Ne? So. In Meat Boy, da ist es immer eine große Diskussion. Aber meistens wird dann in Meat Boy eigentlich nicht gemeckert, wenn du in einem Part nur 2, 3 Level schaffst. Nicht jetzt unbedingt hier, aber die Bandage ist schon ziemlich asozial. Und ich müsste das jetzt mal langsam schaffen. Also wenn ich 7 Minuten mit dem Part fülle, nur mit diesem Level, dann ist es halt so, ne? Das war früher immer so. Früher war alles besser, konnte ich jetzt nicht mehr meckern. Aber ich habe ja YouTube erst angefangen zu gucken.
Ende 2013 eigentlich. War das, ja? Ja, Ende 2013 habe ich eigentlich erst angefangen, YouTube zu gucken. Das heißt erst, na gut. War damals schon dieser Minecraft-Hype? Ich glaube nicht so stark, ne? Vielleicht ist ja 2016 YouTube Deutschland jetzt nicht mehr so kaputt. Zu YouTube Deutschland habe ich schon im MK8 was gesagt. Zum Beispiel sowas meine ich. Ich meinte ja auch, es kann gut sein, dass ich in diesem Let's Play off-topic reden werde, ne? Das ist halt so eine Sache. Da wäre es jetzt vielleicht, aber zu YouTube Deutschland habe ich ja schon was gesagt. Weiß ja nicht. Das heißt, wenn wir 2016 kommen, vielleicht ist dann YouTube Deutschland auch nicht mehr so kaputt. Wer weiß das? Die Zeiten ändern sich. Boah, reg mich nicht auf. Wenigstens hat man immer eine. Was ich auch cool finde, die Musik, die startet nicht von neu, wenn man stirbt, wie bei Mario zum Beispiel. Die ist die ganze Zeit, aber der Sterbe. Die Sterbeanimation ist auch so unfassbar kurz und das ist halt gut. Oh, endlich habe ich diesen Sprung da geschafft, ey. So, hier lasse ich mir Zeit. Ich habe ja das Ab. Nein! Das A-Plus schon. Das hole ich ja eh eigentlich immer getrennt. Erst Bandage, dann A-Plus. Das macht jeder so. Aber manchmal passiert es dann halt, dass man ungewollt doch noch das A-Plus bekommt. Ich hasse dich. Eigentlich ist die Stelle gar nicht so schwer, weil ich komme halt von rechts komme ich halt rein, ne? Das ist doof. So, langsam habe ich das hier raus. Du lernst halt auch irgendwann das Level, ne? Die Stelle habe ich jetzt auch. Hier bin ich jetzt extrem vorsichtig. Ich hab's geschafft. Mit Great A-Plus auch noch. Oh, Mann. Ah, geil. Das ist mal geil hier. Nicht. Oh. 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 Nein! Gibt's hier eine Bandage? 1,14? Gibt's echt. Oh Mann. Wo ist denn die Bandage? Nee. Das war ja eben 1,14. Wir sind hier in 1,15. Gibt's echt eine Bandage? Ne, wir sind hier in 1,16. Ja, hier gibt's trotzdem eine Bandage. Nee, hier gibt's eine Bandage. Ja, hinter. Ich sehe sie sogar. Erst jetzt. Oh, ich weiß, ich kenne sogar jetzt. Ich erinnere mich an das normale Lichtlevel. Was war das denn gerade? Ich erinnere mich an das normale Lichtlevel. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie komme ich denn an die Bandage dran, ne? Müsste aber. Ah, ist eigentlich einfach. Ah, ist doch nicht einfach. Ja, das Level ist. Man merkt eigentlich, es wird fordernder. Ja. Ich habe das Gefühl, die Dark World ist. Diese Dark World ist schwieriger als. Als die Lichtwelt von 2. Wie komme ich denn da hin, bitte? Ach so. Hast du gelitten. Scheiße. Ich sehe es. Ich sehe, wie man da hinkommen muss. Oh Mann, ey. Okay. So. Ja! Gott. Oh, das sieht auch cool aus. Und ich sterbe direkt. So. Ich hoffe, das Let's Play wird nicht wirklich so ein Mage-Projekt, weil ich bin nicht so der Mage-Typ. Es ist ganz schlimm, Leute. Wenn ihr als ruhiger Let's Player mal ausrasten müsst, ne? Dann ist es aber auch ein richtiger Ausraster. Es gab ja auch so die YouTube. Es gibt ja die YouTube-Zeit. Momentan haben wir ja die kaputte YouTube-Deutschland-Zeit, ne? Es gab so auch mal die Rage-Zeit, wo jeder in seinen Let's Plays so ausgerastet ist und so. Immer nur Rage-Projekte hatte. Die Zeit gab es aber, das war. Was weiß ich, wann das war. Welches Jahr. Ich war damals noch nicht auf YouTube aktiv. Aber das sollte man auch nicht. Damals war ich vielleicht 10. Da sollte man nicht auf YouTube unterwegs sein. Denn es ist doch gut, dass ich die Zeit nicht miterlebt habe. Aber auch irgendwie schade. Aber damals war ich ja auch. Noch nicht so weit. Echt schade, wenn ich manchmal irgendwelche Kinder sehe, die 9 Jahre alt sind. Und einfach Let's Playen. Und das ist auch. Scheiße. Nicht wirklich gut. Ich habe mit Ende 13 angefangen. Ich habe mich bereit gefühlt. Klar, ich habe mir mit Ende 12 überlegt. Das möchte ich auch mal machen. Aber es war halt noch so früh, ne?
Man muss sich dafür Zeit lassen. Wenn es soweit ist, dann kann man das starten. Also Let's Playen. Und ja, läuft. Aber hab ja schon einige Projekte hinter mich gebracht. Und ja, auf YouTube bis jetzt. Ah, oh, das ist eine geile Zeit bis jetzt so. Das ist 1.16, ne? X. X 1.16 und 1.16 X. So. Scheiße, wie soll ich denn da hochkommen, Mann? Oh, du bist ein Assi, Mann. So, ich muss ja auch schnell machen, A plus. Okay. Zum Glück habe ich noch das Great A plus. 1.17. Da ist eine Bandage. Ich glaube, in 19 gibt es noch eine. Boah, beinahe auch noch gekriegt. Ich habe sie ja gekriegt, aber bin dann gestorben. Was ist das auch? Ah, das Original-Level kenne ich. Da war diese hässliche Dinge da noch nicht in der Mitte hier. Da konnte man sich einfach hier an der Wand links fortbewegen. So einfache Level werden wir nie wieder sehen. So. Boah, wie bin ich denn eben da durchgekommen? So. Aua. Okay. Ja, dann hätte mich das obere Ding da getroffen, ey. Das ist echt schwer. So. Das ist echt schwer. Aber ich glaube, ich sollte auch hin, wie ich eben gesprungen bin, weil sonst rase ich zu krass runter mit einer zu krassen Geschwindigkeit und auch direkt in die Kreissäge rein. Hier gibt es verdammt viele Kreissägen. Ist es euch schon aufgefallen? Mir noch nicht. Ja, that's logic. So, nicht. Hör auf. Mit A plus auch noch. Bäm, Alter. Oh, was ist das jetzt wieder für eine Welt, wo man Anfälle kriegt? Ach so, das ist die Welt, wo es die ganz böse Bandage hier gab. Nimmt er das auf? Ne, dann nimmt den Mauszeiger nicht auf. Aber habe ich aber auch, glaube ich, so eingestellt, was gut ist. Ach, guck mal. Ich wollte eigentlich Anlauf nehmen. Alter, wenn das funktionieren würde. Ne, ich glaube, ich weiß, wie das geht. So nicht. Boah, Junge, spring einfach. Es war zu früh. Ich muss da drauf, glaube ich. Boah, das ist echt nicht einfach. Komm, ja, lauf nochmal da rein, Junge. Aua. Gut. Yes. Yes, das war gut. Oh, Mann. Ja, an das Original-Level kann ich mich hier auch noch erinnern, dass es 1.19 heißt. Hier ist die letzte Bande. Wie kann man das verfehlen? Wir müssen hier noch einige Warp-Sons und vor allem die Glitch-Welt machen. Gibt es hier auch eine Glitch-Welt? Das weiß ich nicht. Werde ich alles noch nachgucken. Ich kenne mich auch nicht so gut mit dem Spiel aus, muss man dazu sagen. Klar, ich wusste was von den Glitch-Welten. Also ich kenne mich so mittel bis gut aus. Aber ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ob es die Glitch-Welt in der Dark World gibt. Ich hoffe mal nicht, weil die Glitch-Welten sind böse. Haben wir ja gesehen schon. Wir haben ja die eine da freigeschaltet. So. Danke. Boah, ey, fuck mich nicht ab. So. Nein. So. Oh, als ob man. Ich krieg einfach die fucking Bandage nicht, ey. So. Fucking Bandage. So. Mit A plus, gut. Mit A plus. Oh. Ah. An das Level erinnere ich mich. Oh Gott. Scheiße, ich hab mich dahingestellt, obwohl ich es gar nicht wollte. Der hat sich dahingestellt, der gesagt. So. Alter!
Wie auch immer, wie ging das? Das will ich nochmal machen. Aua. Das war lustig. Krieg ich das nochmal hin? Nee, das krieg ich nie wieder hin. Oh, never krieg ich das hin, ey. Ach, scheiße. Komm. Ja, das wird nicht A+. Das wird nicht A+. So. Aber. Wenn ich nur gewusst hätte, dass das überhaupt geht, dann hätte ich vielleicht doch so Gedanken gemacht. Ja, drück jetzt einfach mal dahin, falls du es schaffst, ne? Weil ich dachte eigentlich schon, ich bin tot und dann bin ich da doch noch irgendwie durchgekommen. So. Durch. Gott. Oh Gott. Ja. Hier gibt's keinen Boss. Okay. Haben wir alle? Ja. 3, 5, 10. 14, 15, 17, 19. 3. In 1, 5 gibt's. Der Server ist jetzt abgeschlossen, 91%. Hier gibt es noch eine verdammte Bandage. Aber wo? Gab es hier eine Bandage? Wo gibt's denn hier eine. Wo ist denn hier die Bandage? Bist du vollkommen? Da steht 1,5. Gibt's eine Bandage? Ich sehe sie aber nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe die Bandage nicht. Ach so, jetzt sehe ich sie. Boah, ist das dein Ernst? Soll ich hier den Charakter wechseln? Weil die ist schon anspruchsvoll. Seht ihr da? Da ist sie. Boah. Alter. Da muss man einfach richtig krass hochrutschen. Alter, die Bandage, die ist heftig. Fast. Gut. Nein, was machst du denn da? Gott. Zack, zack, zack. Hier rutschen, dann hier hochrutschen und dann krieg ich sie. Gut, gut. Mit A+ auch noch. Haben wir denn jetzt alles? Ah, 3, 5, 10, 14, 15, 17, 19. 3, 5, 10, 14, 15, 17, 19. Nice. Ganze Dark World wäre damit abgehakt, außer hier die letzte Bandage. Die haben wir noch nicht. Mit den Warp Zones muss ich gleich gucken, aber ich glaube, nee. Ich habe schon geguckt, es gab nur ein 1.13x eine. Und das ist die X. Okay, das habe ich jetzt relativ schnell geschafft. So, hier haben wir die Bandage schon geholt, dann müssen wir es nochmal machen. Nee. Müssen wir nicht! Verdammt. Und vielleicht machen wir im nächsten Part schon die Glitchwelt, aber ich glaube wir. Nee. Die Glitchwelt machen wir noch nicht. Das machen wir irgendwann anders. Da fangen wir, glaube ich, dann mit der Hospital an. Da wir jetzt die Dark World abgehackt haben in zwei Parts. Ist, glaube ich, okay, oder? Die Dark World. Warte. Ich kann gerade nicht reden, okay. Danke. Perfekt. Perfekt. Gut. 94% habe ich noch. Ja. Dann habe ich noch irgendwas hier vergessen. Dann habe ich hier noch irgendwas vergessen. Die Glitchwelt. Das könnte sein. Aber fehlt hier noch irgendein 4, 5. Warte. 4, 7, 9, 11, 13. 4, 7, 9, 11, 13 haben wir. 18, 20. Und Warp Zones.
Jetzt will die Website nicht laden. Ah, die geht doch. Nicht verfügbar. Neuladen. Ja, ich sehe gerade. Mein Internet ist scheiße. Ist egal. Ja, okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part, ja komm, das ist dann wahrscheinlich die Glitch-Welt. Wenn was fehlt, dann machen wir es im nächsten Part. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir haben wieder viel geschafft eigentlich. Und ja, bis zum nächsten Part von Super Meat Boy. Tschüss.